die Auffahrt ist aber auch scheiße gebaut. Digga, schon wieder. Digga, wo ist dein Problem, Bruder? Jetzt lass mich aber. Ich warte eben. Hey! Ja. Nein! Nein! Und herzlich willkommen heute wieder das beste Format auf Deutschland. In Deutschland. Hot oder Schrott? Heute eine ganz geile Edition, aber erst einmal begrüße ich Deko. Auf geht's! Geile Map! Was ist nochmal? Hot or Not versus Transform? Geil, ne? Geil. Aber was ganz Spezielles, denn LP mit Kev hat vor 4 Monaten geschrieben: Map broken, Transform Points teleport you away from the wall ride. Es wurde auf jeden Fall schon 45 mal bewältigt. Und wir bewältigen auch. Wir duellieren jetzt Kev, Muchachos. Duellieren. Digga, der Anfang kommt mir schon mal ziemlich bekannt vor. Mir nicht. Okay, links oder rechts? Ja, ich nehme links, ne? Ist ja hier. Man kennt ihn und ich habe X21. Das bin ich so viel. Formula? Scheiße. Ja, wahrscheinlich doch den schwereren hier bekommen. Mit zurückfahren auch. Easy, oder? Einfach nur langfahren. Jawoll, Ego. Ja! Oh, sexy Bruder! Komm schon schnell genug! Fang nicht! Nein, schade. Okay, hier ist noch alles gut. Machen, aber einen richtig schönen flachen. Oh, also bisher, sexy Bruder. Die Frage ist, warum heißt das Hot or Not versus Transform? Warte mal, ich muss mich hier ganz kurz konzentrieren, Bruder. Ganz kurz konzentrieren, Bruder. Oh, hier noch einen Transform-Punkt hier. Ja. Oh, was wird das jetzt? Was hast du? Oh, auch den Formula. Ja, jetzt hast du den Formula? Ich bin ganz oben. Hä, wo bist du denn, Bruder? Wo bist du? Darf ich schon rauffahren wieder, oder? Nein! Oh, fick Scheiße! Ach so, wir haben ganz andere Routen. Du bist doch ganz woanders. Ja, Bro. Wir haben ganz andere Routen. Meine Route ist nämlich länger als deine, um einiges. Oh, fuck. Okay, bisher läuft alles smooth von der Hand. Ja, also, bei mir ist der Teil mit dem Formula gar nicht so einfach anscheinend. Ich bin immer noch in meinem First Try drin. Aber ciao, mehr Deko. Angst habe ich vor diesem Aussortierer hier, Alter. Alter, Junge, der... Oh, fuck. Der wird Hallo. Böse, ey. Der Andere Seite. Böse. Oh, was kommt denn hier? Ja, nein! Nein! Ja, nein. Ich könnte neu auffahren. Und das nur, es wäre nur noch dieser Schmutzige, ne? Ich dachte, ich fahre jetzt ins Ziel. Ja, aber gut, wir respawnen. Hat ja alles gut funktioniert. Ich rutsch schon wieder hier so weit runter. Verfickte Scheiße nochmal. Der Aussortierer da ist echt böse. Ich weiß nicht genau, wie ich das... Soll ich mal zu dir kommen, ein bisschen schauen? Hast du eh keine Chance hier drüben. Digga. Mach das ist viel easy zu hart für dich, ja. Irgendwo kommt da wieder einer, ja. Oh. Da kommt immer einer so aus der Wand raus und ich weiß nicht, wie ich das im Rückweg richtig abtimen soll. Zuverlässig zumindest. Aber ich muss ja auch erstmal den Lachs hier. Soll ich das? Ich mach's wieder hier rum. Also Kev hat nicht dazu geschrieben, wann es soweit ist. Deswegen, wir überraschen uns einfach mal. Einer von uns wird es ja dann mitbekommen. Wir überraschen uns mal. Wir überraschen uns gegenseitig. Aber Kev kann ja auch nur einen genommen haben. Eine Seite, ne? Ja. Okay. Oh, fuck, das war doch blöd. Okay, aussortier Rückweg. Fick dich! Nein! Mein Arschloch! Verfickte Kacke nochmal! Ey, wie soll ich das auf dem Rückweg schaffen? Das ist auch nur Lack, ey! Aber bis dahin, Bro? Ciao, Deko! Jetzt wieder. Einmal hier rum. Come on, ja, und jetzt nur noch einmal der Schmutzige hier. Einmal der Schmutzige, come on. Also ich habe jetzt gerade in dem Try, bin ich ein bisschen schneller gefahren mit dem Formula. Dann ging das auf jeden Fall. Let's go, Bruder, let's go! Ich teste jetzt noch einmal, aber wenn ich das jetzt hinkriege mit der Geschwindigkeit hier. Kurz mal schauen, was mir besser gefällt. Der Formula Park ist doch relativ easy. Oh, hallo? Oh, das sieht ganz also, schön aus. Also, was mich nur pimmelt, ist der Rückweg. Du meinst, da kommt ein Schmutziger, ne? Digga, ist richtig geil. Ja, ganz am Ende, du fährst den ganzen Scheiß wieder zurück und dann kommt ein Schmutziger. Wenn du das weißt, solltest du es eigentlich hinkriegen, Boy. Oh! Ich komme jetzt zurück. Okay, schmutziger. Hallo? Nein, es war zu hoch. Alter! Nein! Digga, wo wolltest du hin?
Ich bin zu hoch geschwommen. Warum bin ich so hoch geschwommen? Ja, das hab ich auch gefragt, Digga. Komm, einmal der Außentierer jetzt. Zicki-zacki. Zicki-zacki. Oi, oi, oi. Alright, Wechsel aus. Außentierer. Oh. Easy, nochmal geht doch easy. Alright, Wechsel. Digga, jetzt komm schon, jetzt aber. Der Schmutzige. Also nicht wieder wie so ein Sprungadler, Alter. Wie ein Sprungadler. Man kennt sie. Der amerikanische Weißkopf-Sprungadler. Kommt noch ein zweiter. Nein! Hammer! War am Ende eigentlich gar nicht so wild. Was? War ganz easy, ne? Also. Ich muss rechts nehmen. Das erste Mal, ja, dass wir okay. Hot oder Schrott haben. Plus. Transformi, Bruder. Plus Transformi. Geil. Also das meint jetzt Hot oder Schrott und am Wallride nochmal mit Transform. Genau. Ja, weil wir transformen uns ja die ganze Zeit immer noch schon. Okay. Ja, jetzt habe ich den Formula-Part. Das sieht auch eigentlich ganz cool aus. Wenn ich in Ego-Perspektive schalte, sollte das Ganze, glaube ich, weniger ein Problem sein. Ja. Digga, ist aber schon ein geiler rumgelaxt. Wow. Oh. Mr. Troll, hallo? Oh no. Alter, ey, Junge. Ja? Das ist aber auch echt schon wieder fies. Geil? Sagst du geil? Geil. Ja, ich muss jetzt einen schmutzigen machen, aber es ist halt wieder nur oben, ne? Da ist darunter wieder so eine Wand, wo die Edwards so reinragen. Oh, da muss ich, glaube ich, jetzt auch hin. Ja, da muss ich auch hin. Sollte den ersten Part hier auf jeden Fall. Okay, ich muss da jetzt in Ego chillig machen. Fahren. Ganz, ganz gechillt. So geht das doch easy. Ja. Dann muss ich zu dir fahren, hä? 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 Ist doch falsch, was ich hier mache. Ich würde auch sagen, dass es falsch ist, aber ich weiß es nicht. Ach, ich muss nach ganz oben. Digga. Ist doch ein Fall, okay. Der oben sagt, oder? Na gut. Hä, bin dann, ich jetzt? Oh, weiß ich jetzt wie. Oh, fuck! Nein! Ich war durch! Beim letzten Sprung habe ich verkackt. Oh, aber yeah. Okay, das ist doch ein relativ einfacher Part. Also wenn ich das mit dem Void-Wechsel schaffe, mit dem schmutzigen. Musst du da drin noch einen Wechsel machen oder kannst du einfach nach oben suchen? Ne, du kannst einfach hochfahren. Okay. Also ich zumindest, weiß ich nicht. Nein, ich muss wechseln, scheiße. Okay, dann wechsle ich. Ja, ey, blau mich noch mehr! Nein, okay. Oh! Okay, durch. Ohrschloch. So, jetzt hier wieder rausfahren. Jetzt komm, letzter Sprung! Oh. Ja, diesmal habe ich ihn! Tschuu! Okay, was nehme ich jetzt? Links oder rechts? Links. Ich nehme wieder links. Oh nein. Oh nein. Ich spring mal hier runter, um Marvin nicht die Überraschung zu versauen. Ey, der Tesseract ist einfach zu krank, Mann! Der ist einfach zu krank. Bruder, jetzt mach doch mal hin hier! Bei welchen Punkten sind wir jetzt? 16 von 35, geil. Die Map ist also... Ich bin bei 24 von 35. Dreifache Lichtgeschwindigkeit, geht's nur noch vorwärts. Aber ich glaube, ja. Ich hab den richtigen Arsch gerade gezogen. Ne? Ja, da ist er. Okay, da sehe ich ihn. Da sehe ich Marvin. Okay, jetzt fahre ich hier. Ja, noch weiter hoch. Und jetzt hier raus. Oder? Ist das hier? Ja. Okay, speeden. Ja. Bei dem Sprung nicht verkacken. Huh? Spät rausspringen. Der war clean, ja. Bruder, der war clean! Okay, ich bin links gefahren, ne? Dann fahr ich Rex. Es kann entweder der Shiburik sein oder der Club. Ich hoffe, du hast den Club, ey. Ich hab den Club, Bruder. Bleib mal kurz stehen, wir fahren das zusammen mit meinem Club. Hallo, wir fahren das zusammen! Hast du ehrlich den Club? Ja! Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass ich die gute Karte habe mit dem Panto. Hi! Ja, er verarscht mich! Du mieser Lachsmensch, ey! Ja, hab ich den Weltbegreifer. Schande in dein Gesicht, ey. Schande in dein Gesicht. Geil, wir sehen uns dann im Ziel, ne? Oh. Das war vielleicht Karma. Wer mit dem Panto vielleicht weiterkommt als der Typodex 21, ne? Okay. Profi. Was müssen wir denn alles machen hier? Muss jetzt ein... Micha... Nein! Aber es ist eigentlich leicht aussortierer. Okay. Nein, verpiss dich, ey. Lass uns zusammen. Ich wünsche, ich könnte diese Reifen zwischen. Du willst nur wieder wegrammen, du Ficker. Nein. Bruder, wie fahr ich? Hi, Windschatten. Ah. Ja.
Und danach noch ein. Alter Schwede. Hä? Du musst da unten fahren, Bruder. Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt hier, du Lappen. Nach dem ersten Wechsel, vorm zweiten Wechsel hab ich einen Punkt. Ja, und das willst du mit deinem Panto hinkriegen, oder was? Keine Ahnung. Also ich wäre jetzt unten gefahren. Weil so einen doppelten Wechsel. Ja, dann mach ich, dann fahr ich mal unten lang. Boah! Okay, aussortierer, jetzt fahr ich hier. Ja! Hä, war das Loch schon immer so klein, Alter? Offen gestanden, geschlossen? Hä, ist ein Container immer so das Loch? Hä? Nie im Leben, oder? Was denn, was los? Also entweder ich habe gerade X-Augen oder der hat irgendwie es geschafft, den Durchgang vom Container zu verkleinern. Ja, da kann ja nur was reingestellt werden. Das ist gerade eben so breit, dass der mal im Panto durchkommen würde. Normalerweise ist es auch ein bisschen breiter. So blöd an. What the fuck, ey. Ja, also du müsstest da eigentlich durchschwänzeln können. Ich bin durchgeschwänzelt. Ja. Okay, einen Punkt bekommen. Hier ist ein Verwandler bei mir jetzt. Vielleicht ist das der Beam-Verwandler. Nein. Oh, ich hab den. Dir. Oh nein, ich hab den. Oh, war das richtig? Hab ich's richtig gemacht? Hab ich's richtig gemacht? Wohin, Bruder? Wohin? Ich komm jetzt zurück. Ich komm jetzt auch zurück. Oh, oh. Oh nein. Nein, wohin? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Nein, was? Wo? Ich bin jetzt ein Formula. Ich hab mich ja auch gerade. Okay, ich fahre jetzt in die riesige Tube rein. Jetzt bin ich X21. Was? Hallo? Ich bin nicht mehr Panto. Ist doch gut, freu dich. Ja, nee, weil jetzt habe ich einen anderen Wallride. Das können wir den unten nicht mehr fahren. Ach so, passt, aber dann kannst du da in die Tube reinfahren. Ich kann ja so drehen. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, ne? Aber so geht's auf jeden Fall. Ich fahr so. Ich glaube, ich pass. Nee, ich passe hier nicht mehr durch. Oder? Ich muss jetzt hier lang. Also. Von mir war es richtig ersichtlich, wo ich hin muss. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir irgendwie strange war, sagen wir so. Da war eine Stelle, wo vielleicht ein Wallwechsel war. Weil ich bin halt zurückgefahren bis zu dem Container, ne? Weißt du, dass der, sieht man ja von hier aus, ne? Den Weg im Container, ne? Ja. Und da war ein Verwandlungspunkt. Und da wurde ich auch zum Formula. Ich glaube, das war dein Verwandlungspunkt. Warte mal, da. Und deswegen bist du? Bin ich jetzt der X21. Das scheint ja auch schon echt vorbei zu sein. Zweimal richtig dämlich angestellt, einmal durchgejietet. Obwohl, ein Punkt kommt noch. Das ist das Schwierigste. Was denn? Der Doppelte. Fahr noch ein bisschen weiter nach dem Speed und dann Arschdrehung. Einfach nur. Digga, er macht es einfach so, Koralle, Digga. Einfach Koralle. Digga, easy. Einfach Koralle. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du den gleichen Weg nochmal fährst, weil das war super ersichtlich jetzt. Ganz oben ist ein Bumper, aber den musst du ja nicht nehmen. Der fährt irgendwie anders rein. Wäre das meiner gewesen? Das wäre deiner gewesen. Jetzt einfach nur nach unten fahren, Drehung raus. Aber wo bist du denn lang gefahren, Digga? Ich sehe das hier gar nicht mehr. Warte mal. Ach, da wärst du. Oh, du wärst, glaube ich, einen coolen Weg, glaube ich, gefahren. Warte mal. Nee, hä? Ich muss ja mal sehen, ob ich das finde. Ich glaube, ich hätte irgendwo mit dem Rocket Voltic. Ach, du warst ein Rocket Voltic? Oder? Ich glaube, hier hätte ich einen Wechsel machen sollen. Da habe ich gerade vorbeigefahren. Ja. Aber da ist ja auch ein riesen Pfeil, Bruder. Siehst du den Pfeil nicht? Warte. Hier genau, wo ich hingucke. Das ist ein riesen Pfeil, Bruder. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich hab das auf dem Hinweg habe ich gesehen, dass da so eine Straße reinragt. Auf dem Rückweg mit dem Rocket Voltic habe ich das irgendwie nicht so passt. Das müssen wir jetzt auch noch schaffen hier, was auch immer das ist. Aber ich habe Marvins Weg First Try geschafft. Will ich nur kurz festhalten. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich den... Ja! Ein Profi. Hallo? Profi, aber da würde ich sagen, haben wir Kev ganz klar geschlagen hier, wa? Nee, ich weiß auch nicht. Also entweder rechts oder links. War da irgendwas, wurde irgendwas gefixt oder müssen wir jetzt hier rüberspringen oder ist da eine Koralle? Was da? Oh! Oh! Ich glaube, wir müssen hier rüberflippen, oder? Oh. Hallo! Ja, weg, Junge! Ey, schon wieder Koralle geschafft, aber unten rausgerutscht. Ist aber auch einfach gebaut, ne? Normalerweise ja, war easy. Einmal Koralle gemacht jetzt. Haben wir? Ich wusste es so, ey. So eine Ratte. Müssen wir denn nochmal eine Koralle machen in den anderen Tag? Ja, müssen wir, ja. Die Auffahrt ist aber auch scheiße gebaut. Digga, schon wieder. Digga, wo ist dein Problem, Bruder? Jetzt lass mich aber. Ich warte eben. Hey! Ja. Nein! Nein! No. Ciao! Jetzt lass mich aber! Ja, ich warte. Ja. Und jetzt irgendwann noch ein Speed?
Hier ist irgendwo noch ein Speed und dann wieder gucken. Ja, aber da musst du ziemlich schnell machen. Das ist kein Platz mehr danach. Haben wir auch! Und jetzt? Jetzt wieder zurück! Unendliche Geschichte. Ich bin ja fast ins Ziel geflogen. Oh! Oh! Okay, absolviert. Jetzt kommt aber noch ein anderer Kram. Was ist das? Komm hier zum nächsten! Das haben wir jetzt absolviert. Muss nur einer schaffen. Nein, ich muss das auch schaffen. Das ist doch nur ein MC-Flip da. Das ist nur ein MC-Flip, ja. Digga, endlich einmal hier einen schmufen Korallenlachs hinbekommen, ey. Jetzt nur noch nochmal. Nur noch nochmal. Aber das ist doppelt gebaut. Hab ich. Nice. Ist auch schon so eine hässliche Auffahrt, ey. Jetzt kommt mein Second Try. Ah! Okay, Second Try geschafft. First Try hast du verkackt? Ja. Okay, dann versuche ich First Try hinzukriegen. Oh. Oh! First Try, Bruder! First Try! Hast du? First Try geschafft! Ja. Bruder, First Try geschafft! Also hat easy funktioniert. Kev, was ist da los? Ich würde sagen, ganz klar, Kev 0, Losers 1. Rasiert! Zeit für ein Duell. Ich würde sagen, ohne dass der andere das weiß. Ne? Easy weasy. Holen wir uns nochmal kurz hier den Hauptpreis. Die Map hatte gerade übrigens nur 4%. 4! Und Kev hat sie nicht geschafft. Das weiß ich nicht. Er hat sich nur beschwert. Da wir gerade ziemlich scheiße unterwegs waren, hole ich mir jetzt den Hauptpreis, den ich gar nicht haben will. Ist das in Ordnung? Easy peasy, machst du. Okay, am diesmal Auto vorbei. Wünsche ich dir sogar Glück. Aber 20.000 Cash. Applaus. Oh. Applaus. Und hallo. Schön, dass ihr dabei wart. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Instant Gaming, Liedberg, Merch, dann reingehauen.